Hier konnten Willy Herrens, Christliches Kreuz, 45, Fans ihrem Star noch einmal nah sein. Der einstige Lindenstraße-Star war im April 2021 ganz plötzlich verstorben. Hinterlassen hatte der Kölner dabei nicht nur eine Menge Gegenstände, sondern auch rund 500.000 Euro Schulden. Weil Willys Hinterbliebene das Erben nicht antraten, wurden einige hundert Dinge aus seinem Besitz versteigert. Bei der Online-Auktion kam eine ordentliche Summe zusammen. Wie das Magazin Spiegel berichtete, hätten sich etwa 400 Bieter für den Nachlass des Schauspielers interessiert. Schlussendlich habe die Versteigerung rund 8.000 Euro erbracht, gab Auktionator Michael Blum an. Besonders teuer seien die Stücke dabei nicht gewesen, mit 146 Euro erzielte ein Karnevalskönigsmantel einen der höchsten Erlöse. Den hatte Schlagerstar Jürgen Drews, 77, Willy einst geschenkt. Noch etwas teurer war eine Willy-Herren-Handpuppe, die für 156 Euro einen neuen Besitzer fand. Doch auch ein Kulturbeutel inklusive Nasenhaarschneider für 10 und eine geschmückte Kunsttanne für 15 Euro gingen bei der Auktion über den Tresen. Viele der angebotenen Stücke fanden jedoch keinen Abnehmer.